Vom 21. bis zum 24. Februar 2024 findet in Berlin der 36. Deutsche Krebskongress statt. Hierzu möchte ich Sie als Kongresspräsident ganz herzlich einladen und freue mich besonders über die Beiträge des onkologischen Nachwuchses. Sie haben die Chance, am Krebskongress gemeinsam mit internationalen Spitzenwissenschaftlern, Koryphäen zu diskutieren und diese persönlich zu erleben. Wir haben ein besonderes Programm, den Studierendentag und das Programm für den onkologischen Nachwuchs. Hier gilt es, vieles miteinander zu kombinieren. Die Facharztweiterbildung, die familiären Bedürfnisse und im wissenschaftlichen Bereich die Habilitation und die Publikationen. Und hierfür gibt es zahlreiche Förderprogramme, um alles das unter einen Hut zu bringen. Die Krebsmedizin, die Sie erleben werden, wenn Sie etablierte Onkologen sind, wird eine ganz andere sein. Wir werden einen enormen Beitrag der Digitalisierung erleben. Kommunikationsformen werden sich verändern und wir werden an vielen Stellen in der Krebstherapie künstliche Intelligenz einsetzen. Das möchte ich mit Ihnen gemeinsam in Berlin besprechen. Bringen Sie sich hier ein mit Herzblut, mit Beiträgen und ich freue mich auf Ihren Beitrag in Berlin 2024.